Ich schau nach unten, ich hab mich selbst noch nie gefunden. Ich werde kämpfen, halte mich daran gebunden. Ich suche mich, ich drehe meine Runden. Ich frag mich jeden Tag, wofür bin ich geboren? Und eins weiß ich genau, ich hab noch nicht verloren. Ich falle auf den Boden, schmecke mein Bugatti, sich im Muskeln. Eine coole Frau, ein paar Kinder, eine coole Wohnung, ja, so. Ja, du schaffst. Ja. Mhm. Ich bleib Single, hol mir ein normales Auto, vielleicht ein Van. Und dann zieh ich irgendwo hin, wo mich alle in Ruhe lassen. Schön abgelegen. Suche mich, ich drehe meine Runden. Vorbilder, so gesagt, so wollt ihr sein. Ja, Bushido. Beschreib mal Bushido, wie ist der? Bisschen blöd, weil ich Texte machen kann. Lesen auch scheiße, aber sieht gut aus. Sido, wie ist der? Hä? Wie ist der? Ja, so. Der kann halt gut singen. Ja, ich sag dir alles gut. Ich hab kein Vorbild, ich lebe frei, wie ich bin. Jungs fühlen sich so cool, müssen immer provozieren, lösen alles mit Gewalt. Jungs können nicht verlieren. Doch hier kommt der Unterschied, wie gut, dass es Mädchen gibt. Ihr denkt, wir sind immer lieb. Was muss ein Mann können, dass andere über ihn sagen, dass er sei stark? Ja gut, ich denke mal, er muss eine gewisse Ausstrahlung haben. Er muss, wenn er, ich beziehe es mal rein auf den Beruf, ja, oder auf meinen Beruf, man muss eine gewisse Ausstrahlung haben, man muss gewisse Kompetenz nach außen zeigen, aber nicht, weil man jetzt einen gewissen Titel hat, nicht sagen, ja, der ist Polizist, der ist Jugendsachbearbeiter, darum ist er ein cooler Typ, sondern weil man so auftritt in seinem Beruf, ja, wie man mit den Leuten spricht, wie man bestimmte Dinge regelt, wie man bestimmte Dinge angeht. Wenn das so gemacht wird, damit die Leute sehen, aha, der kann ja was, dann zeigt man Stärke. Aber nur weil man jetzt, dass man schreit, sagt, ich bin Polizist und so weiter, du musst machen, was ich sage, das, dann zeigt man keine Stärke, sondern eher Schwäche. Ja. Vergessen! Was muss ein Mann können, dass andere über ihn sagen, er ist stark?
Ich denke, das Offensichtlichste oder das Einfachste oft ist zu sagen, dass jemand stark ist, wenn man sieht, dass er trainiert ist oder dass er besonders kräftig ist oder sonst irgendwas. Aber das ist nicht allein das, was es ausmacht. Ich glaube, in unserer Gesellschaft definiert sich auch jemand darüber, dass er stark ist, wenn er auch anderen helfen kann. Muss man immer stark sein? Nein, muss man nicht. Man darf auch mal Schwäche zeigen. Das gehört dazu. Wie wird man eigentlich stark, so nach Ihrer Sicht? Nach meiner Sicht, ich glaube einfach, wenn man sich was vornimmt und das zu Ende bringt. Wenn man eine gewisse Selbstdisziplin hat, wenn man glaubwürdig wird vor sich selbst. Wenn ich jetzt sage, ich höre morgen auf zu rauchen und höre dann auch auf zu rauchen. Oder wenn ich verspreche, ich mache dies oder jenes, oder willst du, ich mache meine Schulaufgabe oder ich bin pünktlich, dass man sich darauf verlassen kann. Man muss ein verlässlicher Partner sein, zu anderen und zu sich selbst. Muss man nach Ihrer Sicht eigentlich immer stark sein oder gibt es da irgendwelche Situationen, wo man auch mal schwächer sein kann? Das ist ganz wichtig, dass man auch die eigene Schwäche zeigt. Dass man immer versucht, menschlich zu sein. Dass wenn ich Gefühle habe, Bedürfnisse habe, ob es jetzt zu meinen Eltern ist oder zu meiner Frau ist oder zu Kindern ist oder sonst jemand, wenn man in eine Situation kommt, wo man einfach berührt ist, dann kann man das auch zeigen, wenn man auch traurig ist, das gehört dazu. Trauer und Freude, es liegt nah beieinander, da kann man dazu stehen. Ich muss es nur dann verstecken, wenn ich nicht zu mir stehen kann. Stark zu sein und die Nerven zu behalten. Also das ist die gleiche Sache. Stark zu sein bedeutet einfach, das Überblick zu behalten und den richtigen Moment, das Richtige zu tun. Nicht, das heißt nicht, ja so, muss nicht das zeigen, sondern immer eine schöne Gleichgewicht zwischen Entspannung und Spannung finden. Das heißt eigentlich, stark zu sein. Okay. Man muss nicht immer stark sein. Ab und zu ist es nötig. Dann ist ja gut. Wie wird man stark? Durch das tätige Training. Also nicht nur im Training hier im Dojo, sondern durch die Erfahrung im Leben. Was muss man denn dafür tun? Nichts und viel. Das kommt alleine. Wie lange könnte sowas dauern? Ich denke immer, ich bin 49 und immer noch 100 Jahre vor mir. Was steht da oben drauf? Ja, du hast doch noch was drauf. Also was ich euch noch sagen wollte, ich habe es als Kind auch nicht einfach gehabt. Ich war mit Sicherheit auch kein einfaches Kind. Ich habe meine Eltern und meine Mutter oft Kopfschmerzen bereitet. Und ich hatte einfach auch schwierige Familienverhältnisse. Und alles, was ich heute habe und was ich besitze und was ich erarbeitet habe, habe ich alleine geschafft. Und musste ich auch lernen, das zu tun und das zu können. Und ich kann euch nur den Rat geben, lernt viel, gebt euch Mühe und versucht möglichst auch auf euer Umfeld zu achten und darauf zu achten, welche Menschen euch gut tun und welche euch nicht gut tun. Okay? War das alles? Das war alles. Okay.
links, ich schau nach rechts, ich schau nach unten. Ich schau nach links, ich schau nach rechts, ich schau nach unten. Ich hab mich selbst noch nie gefunden. Ich werde kämpfen, halte mich daran gebunden. Ich suche mich, ich drehe meine Runden. Ich frag mich jeden Tag, wofür bin ich geboren? Und eins weiß ich genau, ich hab noch nicht verloren. Ich falle auf den Boden, schmecke mein Blut, das ist nicht gelogen. Ich fasse neuen.